Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Update zur Anima Relikt Waffe Ilf Level 270 und zwar bezüglich der Werte zum Verdichten des Äthers. Ich habe für euch eine Webseite rausgesucht, habe euch ebenso ein Excel Sheet erstellt, das ich natürlich unten im Video verlinke, wo ihr ganz genau diese Werte seht. Und dieses Excel Sheet, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, hier habe ich dieses Sheet für euch erstellt. Das heißt, ich erkläre es mal ganz kurz. Und zwar seht ihr auf diesem Sheet als allererstes und zwar einen Link zu Reddit. Hier, wenn ihr diesen Link anklickt, dann kommt ihr zu einer Reddit-Seite. Die ist ganz wichtig und zwar das ist die Live. Naja, die Live-Version der Anima Relikt. Das heißt, hier seht ihr zum Beispiel, wo es jetzt Bonus gibt. So wie jetzt zum Beispiel vor 11 Minuten 1S. 13 Minuten hat auch einer geschrieben, das heißt, hier schreiben die Leute selbst hinein, wo es Bonus gibt. Und zwar steht auch immer dabei, robust und so weiter. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel robust. Was heißt das aber? Ganz einfach, wir machen wieder das Excel-Sheet von mir auf. Und zwar, die Sache ist so, es gibt hier nur diese englischen Begriffe, so wie eben zum Beispiel Stalwart, Hardened, Study, Robust, Vigorous, Merge and Vague. Das heißt, hier müsst ihr gucken, das sind, wenn wir diese Meldung bekommen in unserem Fenster eben, zum Beispiel optimal verdichtet oder eben sehr gut verdichtet, abermals verdichtet, zur Hälfte verdichtet. Und daneben seht ihr die Werte, wie viele, ja, früher sagt man Lichtpunkte, wie viele, welchen Verdichtungswert bringt das. Also ihr braucht schon so bei Zufall Expert diese normalen, so diese zur Hälfte verdichtet sind circa 6, ja, also immer 6 Punkte dazu. Denn die Waffe muss einen Wert von 1000 erreichen. Wichtig auch dabei, ich habe es jetzt extra angeklickt, diese Zeitfenster, die wir auf Reddit sehen, die sind immer für 2 Stunden offen und wechseln tut es immer eben 12, 14, 16, das heißt zu geraden Serverzeiten, ganz wichtig. Also wenn ihr spielt, macht euch die Serverzeit auf und dort seht ihr dann, wann das wieder wechselt. Es ist noch ein zweiter Link drinnen, hier steht Reddit Link 2. Was ist es? Im Grunde ist es so eine Kombination. Hier ist eingefügt auf Reddit direkt dieser Live-View, das heißt, ihr könnt auch diesen zweiten benutzen. Und ebenso, wenn wir weiter runter scrollen, hier ist nochmal die Beschreibung auf Englisch, dann seht ihr auch weiter unten, dass es verschiedene Stufen dieser Runen gibt. Die habe ich jetzt nicht extra übersetzt. Das heißt also, wenn ihr diese Runen füllt, dann sagt ihr euch eben, wenn ihr hier zu dem Authentifizierungssystem in Asisla geht, dann sagt ihr euch eben, wie das mit euren Runen aussieht. Und sobald ihr alles am Leuchten habt, dann ist eben diese Waffe fertig. Jo, das ist so ein Update von mir. Ich hoffe, ihr werdet die Liste verwenden. Ich werde den Link unten hineinposten. Wenn ihr noch Ideen habt, was ihr vielleicht in die Liste reintun kann, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wichtig ist, wenn ihr seht eben zur Hälfte verdichtet oder eben auch in dem Sheet, da steht zum Beispiel, so wie es vor einer Stunde war, zum Beispiel Field of Glory, also PvP war Study oder Bismarck X war March. Das heißt hier Zurban X robust. Diese Werte guckt dann einfach nach hier und dann seht ihr, bringt man das jetzt viel, so wie robust wäre 6 gewesen, March wäre nur 2 gewesen. Das heißt hier seht ihr eben in diesem Reddit-Beitrag aktuell, wo gibt es eben Bonus und so weiter für das Ätherverdichten. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, das hilft vielen weiter. Schreibt es mir in die Kommentare rein, bitte. Und Like und Daumen nach oben würde mich natürlich freuen. Somit ein Tschüss von mir und ein Tschüss von eurem Charles. Bis zum nächsten Mal.